Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, eine neue Folge GTAP. Wir sind hier direkt bei Bennys gespawnt, bei meinem Job. Und ja, ich habe auch schon gesehen, der Kollege ist da. Deswegen würden wir mal sagen, der Herr von Sauerstein meldet sich in Dienst. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge GTA-RP. Ja, morgen weiß ich noch nicht, ob ich GTA aufnehmen kann. Aber schauen wir mal. Mahlzeit. Moin. Moin. Bist du da? Ich bin da. Ah, jetzt, alles klar, moin. Ja, ich bin da. Ich war gerade kurz um die Ecke, hab dich mit dem LKW kommen sehen, deswegen. Da war ich geistig noch nicht da. Achso, okay. Deswegen habe ich mich noch mal kurz vergewissert, dass ich da bin, aber ich bin da. Sehr gut. Ja, ich wollte auch gerade auf grün stellen in der internen, aber. Das brauche ich jetzt anscheinend nicht mehr machen. Nee, ist schon. Ist schon erledigt. Wer ist denn seit 10 Uhr im Dienst? Hey, der Kollege neben mir. Ach. Ja, dann, falls du mich nicht kennst, ich bin der von Sauerstein. Moin, bin Stan. Ah, moin. Ah, du bist die vierte, die fünfte Person bei uns, die ich noch nicht kannte. Okay. Ich glaube, den Omar kenne ich schon. Und ruhig? Na, der Stan hat gut verdient heute. Okay. Gut, dann würde ich jetzt die Schicht übernehmen. Ich bin jetzt erstmal ein paar Stunden da. Der Schichtführer nimmt das ab, mein Spaß. Nein, alles gut. Alles gut. Ist eigentlich ablehnen, so von den Schichtführern so? Eigentlich nicht mehr. Schichtführer ist einfach nur ein Name. Ja. No. Alles gut. Keine Bedeutung. Odi war noch nicht da? Nee. Der kommt heute auch nicht. Ah, okay, gut. Mit dem habe ich E-Mails geschrieben von. Ich sag mal so, wir schaffen es auch so. Das denke ich auch. Du bist Jimmy, oder? Ich bin Jimmy, ja. Gut. Hier. Gut. Ja, ich muss mir erstmal die Gesichter merken. Ja, so, alles gut. Schön. Ja, also, das heißt, hier ist heute gut schon was los gewesen. Ja. Scheinbar war hier schon einiges an Kundschaft. Na gut, was hast du jetzt gehabt? 1, 2, 3, 4 Leute, aber die eine davon hat gut bezahlt. Das ist doch mal gut. So. Wie ist das eigentlich, wenn unser Konto zu viel gedeckt ist, unser Firmenkonto? Kriegen wir dann Sonderzahlung? Warum sollst du voll gedeckt sein? Nö, du kriegst ja schon ziemlich gute Prozente. Ja, klar, das weiß ich schon. Ja, schon an der Gewinnbeteiligung, ne? Also warum? Und andererseits, warum sollte unser Konto unzureichend zu gedeckt viel, sein? Nee, zu viel. Zu viel, ja, wenn da ja zum Beispiel 10 Millionen drauf sind oder so. Ach so. Das Problem ist aber, wenn das nicht gelistet ist, ja. Ich rede ja von gelisteten 10 Millionen, wenn du jetzt zum Beispiel heute... Glaub mal, wenn da plötzlich 10 Millionen draus sind, wenn wir 10 Millionen in der nächsten Zeit hier verdienen und das geht aufs Konto von der Firma, dann hast du aber auch richtig Kohle auf dem Konto. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dann kann ich kündigen. Ja, dann kannst du dich zur Ruhe setzen für den Rest deines Lebens. Ich sag mal so, ich weiß schon, wie ich hier. Zum Beispiel letztens hatte ich einen Kunden. Wie ist das eigentlich mit der Regel? Gilt die Regel 5% bei Autos unter 10.000, 20%? Da gibt es irgendwie eine Regel von Odi. Ist die aktuell oder nicht? Genommen kannst du ja selbst entscheiden. Okay, gut. Richtig. Also es wäre schön, wenn ihr, ne, so bei 20%. Bei Kunden, die ihr kennt, könnt ihr natürlich auch weniger machen.
Ich hatte letztens einen Kunden, da habe ich die Scheinwerfer nicht berechnet, habe sie dann selber bezahlt, um ihr einfach meine Freude zu machen, dass sie wiederkommt. Ja, habe ich auch schon gemacht, ist okay. Ich sag mal so, wir wollen ja, dass die Kunden wiederkommen und wenn die mit dann irgendwann mit der ganzen Gruppe kommen, dann macht es natürlich auch für uns Sinn. Ich habe bei ein paar Sachen so gedacht, okay, die haben nicht so viel Geld, die EK-Preise bei ein paar Sachen angeboten. Also jetzt nicht komplett EK-Preise, sondern eventuell nur Scheinwerfer oder so. Fertig. Ja. Ja, dann ist doch gut. Ich bräuchte noch eine Einweisung in den LKW. Also wie man... Ja, ja, klar. LKW-Führerschein habe ich, fahren kann ich auch. Aber wie lädt man jetzt zum Beispiel Autos aus, wenn jetzt wirklich mal ein Einsatz kommt? Mit 6 Muskel? Pack mal aus so ein Flatbed. Pack mal den Flatbed aus. Wir versuchen es mal. Versuchen es mal mit meinem Auto. Dann hau rein. Wir sehen das. So. Komm mal im Wagen rein. Dein? Ja, ja, sein. Hör ein. Warte, nochmal. Jetzt dann. Ja, da war eh keine Scheibe mehr drin. Ja, doch, schon. Okay, bei mir nicht. So. Je nachdem, was du für ein Auto hast, packst du das neben den Reifen, also neben den letzten Reifen oder hinter dem, bei dem müsste es eigentlich ganz, ganz nah. So, dann steigen wir nochmal aus. Steig aus, komm. Ja, funktioniert das? Ja, ja, steig aus. Ich komm nicht raus. Nein, du musst, dann muss ich auf die Fahrerseite. Genau. Und dann raus. Und steig aus. Genau. Komm. Nee, das du musst aussteigen. Ja, ich komme nicht raus. Ja, du musst schon, ich bin auf der Fahrerseite. Genau. Dann steigst du aus. Naja, das funktioniert nicht. Nein, du musst voll... Hey, ich komme nicht raus. Mach mal die Tür auf. So, das ist... So, das ist jetzt vorne. Fahrertür. Ja, und jetzt steig mal aus. Ja, funktioniert nicht. Ich komme nicht raus. Ich würde ja gerne auf die Fahrerseite. Rutsch mal. Ach so, ja, ich weiß, warum es nicht funktioniert. Ich sollte mich auch abschnallen. Gut. Eigentlich geht das. Steig mal aus. Ich sollte mich auch abschnallen. Komme ich nicht raus. Gehst du, egal ob jetzt Fahrersitz oder Rücksitz, heran? Ja. Geh ran. Also musst du schon reingehen. Ah, richtig rein? Ja. Okay. Nimmst du den sechsten Finger? Ja. Headbed. Hast du einmal drücken? Hab ich? Aussteigen, offen lassen und gehst am Fahrzeug. Am besten hier an der Seite müsste es gehen. Ja? Und dann mal Flatback drücken. Vehicle successful attached. Okay. Warum ist der da nicht drauf? Ja, musst rumprobieren, wie du den am besten einparkst. Okay, also quasi einmal rein, so. Sechster Finger, Flatbed, raus, Flatbed. Bleibt, Jimmy. So. Ich hau ihm gleich eine. Im Auto? Nein, dem Leifahrt. Okay. Ich
knall die ganze Zeit mit meinem Auto hier irgendwo gegen. Ach, das ist deins? Ja, ja. Ja, sicher ist meins. Ach, schön. Darf er die Rechnung bezahlen? Welche Rechnung? Ja. Die Reparaturrechnung stell ich dir gleich aus. Ja, klar. Aber im Prinzip ist es klar. Ranfahren. Also reinsteigen, sechster Finger, Flatbed, raus, Flatbed, also sechster Finger, oh. Das wird schon. Und da funktioniert das bei Import nicht. Ja, das ist das Problem. Ja, genau. Ja, moin. Ich glaube, da ist ein Kratzer drin. Das ist nicht meine Schuld, ganz ehrlich. Soll ich nicht nochmal weggehen? Oder... Nee, warte, ich hab's. Was hat er vor? Ich hab keine Ahnung. Ah, das ist nervig. Na, dieser Scheißkern. Jetzt fährt er einmal schön rückwärts drauf. Ich ahne es. Komm. Noch einmal. Letzte Mal, danach. Eine Rille dann. So. Hey! Ich glaub, dein Auto ist weg! Ach, schön! Ja. Nee, warte, komm. Wenn du ein Dispatch kriegst, dann fährst du mit dem Flatbed los, versuchst es ein-, zweimal vor dem Kunden die Scheißkarre aufzuladen. Wenn es nicht funktioniert, reparierst du die provisorisch am Unfallort, dann sollen die hier runter ins Bennys fahren, Ende der Fahnenstange. Ja, weil ich möchte das Auto nicht noch mehr beschädigen, als es eh schon ist. Eben. Komm mal mit. Mit Stress. Oh! Hilfe! Machst du? Mach ich? Mahlzeit! Schönen guten Tag! Ah, ich geh mal eben mit dem Kollegen mit. Genau. Übergeb dir. Moin! Oha! Digi, lauf! Alter! Come on! Oh, Schock! Ja, ich hab's nicht. Alter! Kannst du kein erzählen? Nee, ich nicht. Nein, Robin. Er dachte sich, yo, ich hol nochmal einen Truck. Alter, ich weiß es nicht. Könnt ihr euch noch dran erinnern, als ich mit dem Evelyn das hochgejagt hab? Eieiei. Dann schleppen wir ihn mal ab. Ist jetzt drauf, ganz ehrlich. Nee. Sind beim Abschlepphof. Robin. Ich hab gedacht, du hast noch keinen ausgeparkt. Fuck. Natürlich, ich hab einen. Da war auch einer. Ich hab keinen gesehen, ich stand drin.
Der stand aber schon draußen. Ach, der Scheiße! Den hatten wir ja schon ausgeparkt. Ich bleib lieber draußen stehen. Eieieiei. Jo, komm mal mit raus und ihr beiden rennt raus und es knallt und scheppert, Alter. Das Ding, ich hab zu Robin gesagt, er soll mitkommen nach draußen. Ich lad noch mal ein Auto aus und er kommt noch mal mit dem Flatbed. Warum nicht? Bam! Hat's geschallert. Die Dame ist gleich wach, die kann ich gleich verarzten. Also die wird hier gleich wieder, die träumt gerade ganz wild. Und Robin, der bleibt erstmal stehen. Der bleibt erstmal bei dem brennenden Zeug da stehen. Ja, diskutiert mal bitte ein Stück weiter vorne. Ich will jetzt einmal hier das Auto lackieren. Genau, hier machen kein Ding. Macht einfach mal den Perk. Warte, ich muss mal kurz aussteigen, bitte. Kommst du mal mit rüber? Ich kann dir ein Medikit geben. Etwas. Gut. Wenn das Medikit jetzt auch explodiert, raste ich aus. Ja, nee, alles gut. So, einmal. So, jetzt können wir. Dankeschön. Ich baue mal eben mehr die Medikit und. So, also. Perleffekt raus oder was? Kannst du das, genau, einfach ein Perleffekt raus. Und dann gibt es, glaube ich, dieses eine. Ich habe erst überlegt, ob ich den in matt schwarz machen soll oder halt eine Folie drauf, also so ein Design. Ja, okay. Ja, ich mache erstmal den Perleffekt raus und dann gucken wir mal. Geht der überhaupt raus oder müsst ihr schwarz machen? Ja, machst du einfach dunkel erstmal und dann. Ja. Oh, Robin. So, wir machen es nochmal. Aber du lädst nichts aus, bitte. Nee, ich gehe nur nach draußen. Genau, danke. Kein Problem. Ja, ich habe gedacht, du hättest keinen ausgeparkt, jetzt aber. Schwarz oder was? Wir hatten ja schon einen. Doch, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, warum fährt der LKW alleine? Eieiei, hat es ganz schön bumm gemacht. So. Mal gucken, ob es mit dem funktioniert. Ich probier's mal aus. Ja. Du brauchst da nicht einsteigen. Ach so. Nicht einsteigen. Okay, gut. Warte. Okay, der will schon mal nicht. So. So funktioniert es auf jeden Fall nicht. Dann packst du ihn immer irgendwie, du willst da nochmal hinten einparken. Dass du womöglich nah dran gehst. So. Ich warte, bis du raus bist. Gehst nochmal zum Wagen. Nein, du gehst nochmal. Ich muss nochmal rein? Okay. Lösch die ganze Aktion nochmal. Lösch den Finger. Geh nochmal rein. Gut. Hat er? Du lässt es offen, ja? Du lässt es offen. Ja? Mhm. Gehst du hin und knallst es drauf.
Er sagt, er hat's drauf. So, jetzt hat er's drauf. Okay, gut. Das mit dem Haken ist normal? Ne? Das mit dem Haken ist normal? Ja, das ist so ein bisschen auch noch. Ja. Okay, gut. Das ist normal. Okay, gut. So, probierst du nochmal? Also, ich wollte gerade wieder nochmal. Lass es so. Geh zum Flatbed. Ich wollte gerade ein Auto wieder einpacken. So, jetzt wollen wir mal gucken. 3, 2, 1. Nö. Was? Nein. Wir fahren mit vor. Weiter. Jetzt, aussteigen. Und das Spielchen nochmal. Finger löschen. Finger ab. Finger ist ab. Genau. Dann den Finger 6 nehmen wieder. Deadpad auswählen. Offen lassen. Aussteigen. Und zum Auto. Mach mal das Design einfach weg und guck, ob der nur das ganz normale ist. Nein. Weißt du, was du falsch machst? Ich weiß nicht, was du falsch machst. Nein. Weiß nicht, was du falsch machst. Ich weiß, ich glaube, ich kenne den Fehler. Warum? Ja, wirst du gleich sehen. Nochmal. So, jetzt weiß ich auch, wie es geht. Erstmal den Finger löschen. Zack. Finger offen lassen danach. Ja, klar. So. So, und jetzt müsste es rein theoretisch funktionieren. Nein, ich will gar nicht einsteigen. Nein! Oh. Nicht einsteigen. Jetzt darfst du ganz die Aktion nochmal machen. Hast du gehört? Stimmt. Ich sehe es. Ich muss noch was lernen. So, rein. Raus. Was machst du? Erzähl mal Ablauf, was du machst jetzt. Ja, von vorne bis hinten. Gehst du in Flatbed rein, was machst du? Ja, ich 6 Muskel und dann Flatbed. Dann sagt er, ist gelöst. Dann steige ich aus und gehe nach hinten. Und dann, ne? So, löscht die Flatbed nochmal. Dann gehst du rein, drückst mehrmals Flatbed. Mehrmals? Beim Flatbed. Okay. Beim Flatbed. Gehst hierher und drückst nur einmal Flatbed. Aber lass deine Finger greifbar, ja? Ja, ich drücke ja auch nur einmal. Probieren wir es nochmal. So. Also. Ich steige ein. Gesetzter Muskel. Einmal Flatbed. Aussteigen. Und dann müsste es ja funktionieren. Eigentlich schon. Jetzt gehe ich neben das Fahrzeug. Und er sagt, es ist drauf, aber es ist nicht drauf.
Warte. Lad mal ein eigenes. Lad mal ein eigenes aus. Hast gehört? Jetzt lassen wir es ausladen. Okay, ein Flatbed oder ein. Nein, nein. Nein, kein Flatbed. Kleinere. Schauen, ob es mit dem funktioniert. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis die Krach machen. Genau. Gut. Mach's halt nicht meinen Kunden. Mein Kunden fährt so langsam an. Ja, klar, so. wenn dann Fist da steht oder so. Ja. So, jetzt probieren wir's mal. Türe auf. Sechster Finger. Flatbed einmal gedrückt. Aussteigen. Daneben. Perfekt. Jetzt schließt du die Finger. Ja, ja, jetzt. Jetzt schließt du den Finger. Kannst du alles schließen. Okay, so. Finger ist geschlossen. Jetzt schließt du den Flatbed wieder rein. Ja. Und drückst du auf Flatbed. Aber musst darauf achten, dass hinten im Wagen keiner steht. Nicht, dass du den umrennst. Okay. Gut. Perfekt. Was machen wir, wenn wir in Unfallort ankommen und es wurde vorher nichts, keine Polizei, gar nichts? Was nur die zwei Wagen und zwei Leute, die streiten. Haben wir die Pylone? Was? Ja, haben wir. Ah, okay. Gut. Genau. Haben wir das? Den hoch ab. Ich guck mal eben. Warum sehe ich die nicht? Keine Ahnung. Du siehst sie? Ja. Ich sehe sie nicht. Ah, jetzt. Hier hinten sehe ich einen. Ah, hier sehe ich keinen. Warum sehe ich denn keinen? Nimm die mal weg. Ja. Na? Warum sehe ich ihn nicht? Also ich glaube aus. Ich kann nicht aufnehmen. Ja, scheiß drauf. Gut. Hat funktioniert. Stell mal deinen Abschlepphof. Hast du gehört? Ja, ja. Perfekt. Alles gut. Judy. Gut, wunderbar. Ich denke mal, das kriege ich schon hin. Übung macht den Meister. Gut. So, 10 Minuten, dann ist er fertig. Wurde schon behandelt? Wurde es jetzt behandelt? Verseifert? Kasten. Wurde. Im Verbandskasten, Da nur eine kleine Schnittwunde. Ja, aber stopp, wer hat von euch einen Verbandskasten hier? Ich? Genau. Warum? Woher? Ich war mal ehemalige Medic und die wollten es nicht zurückhaben. Ich durfte sie behalten. Okay. Ja. Eigentlich ist es nämlich. Hast du noch welche? Klar habe ich noch welche. Ich brauch sie nicht zurückgeben. Ist aber auch abgesprochen mit dem Team. Okay. Deswegen, ich halte mich daraus eigentlich nicht, ne? Ja, gut, weil eigentlich ist es nämlich verboten, deswegen, ne? Ja, ich bin Mechaniker, ich habe damit nichts zu tun. Ich auch nicht. Weil, nee, gut, aber weil, gut, wenn es abgeschworen ist, gut, keine Ahnung, aber weil eigentlich sind deine Kästen nämlich illegal, deswegen. Ja. Aber ganz ehrlich, er müsste dennoch zum LZ kommen, aber ist halt aber seine Sache. Robin, ja? Das geht gar nicht. Ihr beide rennt raus, Robins, Alter.
Was heißt rausrennen? Er unten auf Flatbed und dann bam. Der bleibt erstmal chillig stehen. Ich wollte AG-Fahrzeug einsteigen. Rennen! Bam! Hat explodiert. Ich wollte ins Fahrzeug einsteigen eigentlich. Ja, du wolltest sitzen bleiben, gell? Ich mag's gerne heiß. Ja, so das sieht. Keine Sorge. Ist sehr schön da oben, oder? Ja, die kann ich dann für tot erklären. Ja, alles gut. Das macht die dann schon. Ich habe auch mal Würfelplatz 15 Autos kaputt bekommen. Da ist mein Everwin explodiert. Was ist du? Ach, was ist denn hier hinten noch? Hier ist auch noch eine Garage. Ja. Okay. Hier, okay. Achso, geht von alleine runter. Ach, das ist ein Aufzug. Ja, aber nicht für Autos benutzen. Okay, ja, ich fahre nur die Rampe rauf und runter. Okay, ich kann auch schon sehen, warum. Ja, ein Auto verwenden dafür. Ach, ich nehme die Rampe. Dafür ist die doch da. So. Da habe ich aus Versehen einen Livestream gestartet. Gut, wunderbar. So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt aus Versehen eine Leistung gestartet habe, aber das war nicht gewollt. So, und dir geht's gut, ja? Ja, mir geht's super. Okay, gut. Ich hab nicht gebrannt wie du. Ich hab nicht gebrannt, ich war gar nicht draußen, das war der andere. Achso, das war der Kollege. Ja. Ich hab nichts abbekommen. 0,0. Na, dann ist gut. So, wunderbar. Nicht gut. Wie lange bist du denn da, weiter? Ich? Ja, du. Bis 22 Uhr circa. Okay. Zu anderen was getuned haben oder was? Ja, ich habe noch einen Dominator GTX tatsächlich, aber der steht noch beim PDM. Okay. Ich war im Urlaub und habe mir den vor meinem Urlaub gekauft. Sehr gut. Konnten Sie sich also lange Zeit lassen mit der Lieferung? Ja. Und ja, da müsste dann nachher was gemacht werden. Ja, sag Bescheid, sonst ruf's kurz an. Mach ich. Und dann machen wir das, kein Problem. Ich bin auch bis um 10 Uhr wahrscheinlich da. Okay, gut. Okay, so viel habe ich jetzt auch nicht mehr, aber das Auto sollte es noch reichen. Wir haben doch günstige Preise hier, also. Ja gut, ich bin recht. Ja, kriegen wir schon hin. Irgendwie ja. Ich war früher auch lieber beim LSC, aber ich habe mich irgendwie ins Bennys verliebt. Weil hier ist der Service auch nachmittags gut. Rund um die Uhr, genau. Aber im LSC, da musste bis 9:30 abends warten, bis mal irgendjemand auftaucht. Weil die hatten mir eine Stelle angeboten, aber ne. Nicht schlecht über die Konkurrenz reden, das macht man nicht. Ne, deswegen gehe ich gleich zu dem hin, der kriegt noch eine Flasche Champagner von mir. Mach das. Braucht ihr irgendwas zu essen oder zu trinken?
Nö. Alles gut? Ich hab mir doch, aber danke. Alles klar. So, ich muss mal ganz kurz was hier, warte. Ich komme sofort wieder. Jo. Ja, Simon. Ach, nur busy. Seit wann hast du denn so helle Haare, sag mal? Natürlich aus dem Urlaub wieder gekommen. Und wieso bist du größer als ich? Ich kann ja auch eben meine Schuhe ausziehen. So wird ein Schuh draus, danke. Was denn? Ich bin auch deine große Schwester, oder nicht? Ja, aber doch nicht so groß. Muss ja aber auch schon mal vorführen, dass sie groß ist. Ja, darf sie. Ist okay. Oha, vielen Dank. Ja, ja. Danke, danke, danke. Hä, warum sagst du denn danke? Ich hab gesagt, nicht dafür. Ach so, ja, okay. Meine ich doch. Ich kenn das. So, alles klar. Ja, sei, ja. Chaos Seifert. Erst das LSC und jetzt hier, das darfst du keinem erzählen. Ich hab gedacht, er kriegt's vielleicht in den Griff, nachdem er mir vom LSC erzählt hat, aber... Es wird nicht besser. Sorry, ganz ehrlich, das kaufe ich ihm nicht ab. Ich kaufe nicht ab, dass er das nicht war. Das kaufe ich ihm nicht ab. Was denn? Dass er die beiden Abschnepper draußen in der Luft gejagt hat. So. Habt ihr was mitbekommen? Das, also ich habe nichts mitbekommen. Ja, ja. Also da kommt der. Besser nicht. Der Abschnepper stand, der eine stand ja draußen und du hast noch einen ausgeparkt. Ich habe gedacht, da passen zwei hin. Okay, merke. Ach, da warst du. Nein. Du, also Schlingel, Alter. Na gut, okay. Hast du mich gesucht? Ja. Jo, alles klar. Ich bin mal eben im Büro. Viel Spaß. Jo. Du meldest dich dann nachher, ne? Ach, ja. Okay. Büro ist aber woanders. Oh, ich muss da kurz das auf meinem Handy einmal zusammenschneiden. Alles gut. Sehr froh, dass Visual News da von X-Wind bekommen hat. Na, was meinst du? Ich rufe dir gerade an. Berichten kein Totalschaden. Ach, alles gut. Ich war übrigens auch schon bei Weasel News, hab ein paar Berichte geschrieben. Cool. Warum bist du nicht mehr da? Die haben schlecht gezahlt. Also meiner Meinung nach. Und ich denke mal, ich habe den richtigen Zeitpunkt abgepasst, hier anzufangen. Weil als die ersten Importe kamen, durfte ich sofort einen Brabus fahren. Das war wie ein Lottogewinn. Ich bin keiner und durfte es auch. Ja, ist doch okay. Jeder das, was er verdient. Und ich finde, der Brabus, der ist zwar schön, aber ich glaube... Lieber den M4. Der ist ihn nicht auch schon gefahren. Es wird Nacht. Jetzt schauen wir mal.
hat ganz schön geknallt. Sind doch tabu. Ja, aber wenn er aber als Mechaniker? Naja, das ist was anderes. I know. Kommt drauf an, ich wusste ja nicht, dass du das in deiner Mechanikerstelle gemacht hast. Hättest du das noch woanders gemacht, wäre das bestimmt auch so eine andere Sache gewesen. Ja. Ja. Aber wenn man von hier aus geht, naja, dann ist doch eh alles möglich. Die können auch geführt, ich glaube, 400 viel. PS, ja. Also 400 km/h. Let it go. Die können nur die FAPler können auch keine 400 fahren, nein. Ja, aber 400, doch. Nein, 300. Damals konnten sie 400. Damals auch nicht. Doch. Leihfahrt, nein. Es gibt nur zwei Autos, die 400 fahren können. Das sind keine FAB und auch keine. Und auch keine. Ja. Ich muss nachbussen. Doch, derjenige, der hatte, konnte. Ich bin den Tag auch irgendwie mit einem mitgefahren von Falk, aber der ist auch nicht so schnell gefahren. Aber wir waren dann schon bei 350 oder 325. Das war schon lol. Ich glaube, da warst du auch noch mit dabei. Herr Seifert. Nein. Herr Seifert. Herr Seifert. Also mein Rekord liegt bei 320, das hat mir auch schon gereicht. Da war ich auf Testfahrt mit dem Kunden. Das ist schön. Der hatte nämlich Probleme mit dem Motor und der hat gesagt, dreh mal richtig auf. Mhm. Ich durfte schon mal mit Katers Fahrzeugen fahren. Okay. Ganz schnell. Ja, wir haben einige schnelle Autos hier auf der Insel. Und was waren Sie für eins? Gebrauchten für 5000. Aktuell noch. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Geld verdienen und dann geht's wahrscheinlich an Dubster, eventuell 6x6. Mal gucken. Ja, ich bekomme ein GTX Luminate oder Luminator. Ist das okay? Ja. Ich habe meinen M8. War nicht schlecht. Auch schön. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich ihn ja. Passt auch genau zu Ihnen. Deswegen habe ich ihn. Ich sag mal, eine Frau sollte auch Stil haben. Und das haben sie. Da passt nämlich ein M. Auch ganz gut. Cool. Mhm. Wie das? Unbelievable. Ach, wieder, nachher wieder arbeiten, kein Bock. Das Auto ist schon mal schön. Was ist denn das für eins? Mammut. Den Kofferraum möchte ich nicht.
Oh, sorry. Auch alles gut. Kann ich auch wieder ranstupsen, warte. Oh ja. Knorke ist halt wirklich geil. Juliane, wer ist denn, ich hatte dir vorhin die Nachricht geschrieben, wer ist denn bei euch zuständig da für die, oder wer ist der Chef von dem Tipp? Entweder Olaf oder Segala, aber Segala sagt, Olaf soll's machen, also Olaf. Also Olaf, okay. Ja. Ist er da? Nein, ich bin die Einzige, die da ist. Was fragst du überhaupt? Boah. Ja, ich brauche hier Verträge, brauche ich, Verträge, nein. Wann ist der mal, regelmäßig da? Na, keine Ahnung. Ja, gut, du bist auch gerade erst wieder gekommen. Ja, ja, ich bin auch gerade wieder gekommen. Also nachdem er Ashley ihm zur Sau gebracht hat, ist er erstmal selber in den Urlaub gegangen. Ja, was ist denn mit dem Knilch? Alter, echt, der braucht mir nicht so von der Ecke kommen, wirklich nicht. So. Hast du ihm gegeben? Ja. Nice. Ja, ich hab einfach. Ja, der wollte mir was erzählen und dann, habe ich ihm einfach in die Meinung gesagt, jetzt zieh mal den Stock aus dem Arsch, werd mal wieder ein bisschen vernünftig im Kopf und dann, wenn du vernünftig bist, kannst du dann überreden. Daraufhin ist er aufgestanden und ja, ist dann wohl weggegangen und dann kurz darauf kriege ich so von Juliane mit, ja, Olaf ist wohl gerade in den Urlaub gegangen. Jawohl. So, und dann habe ich gesagt, ja gut. Habe ich gesagt, der wollte auch gestern wieder mit mir reden, ich habe aber gedacht, ich habe keine Zeit. Also ich werde nachher mal, wenn er nachher wacht wird, rede ich mal mit dem, mal gucken, was er da möchte. Bei mir hat gestern gar keiner von meinen Kollegen Hallo gesagt, außer Juliano. Oha. Und wo ich zu euch gekommen bin wegen der Behandlung, fand ich schon ein bisschen assi. Ja, du musst bedenken, viele Neue waren dabei und die ja, Judy hatte mich ja zu Sau gemacht, weil du ja nicht bei uns im Funk warst. Okay, sag obwohl ich jetzt Urlaub mal, habe? Ja, das steht irgendwo niedergeschrieben. Wenn du Urlaub hast, hast du zwar Urlaub, aber du musst dennoch mit im Funk sein. Steht das nicht nur bei Bereitschaft? Okay, das kann ich sein. Weiß es nicht. Sie hat mir also auf jeden Fall soll ich... Ich gucke mal. Juliane? Anwesend. Ich soll auf jeden Fall auch noch jetzt nochmal ein Schreiben ans FAB auf jeden Fall noch schicken. Ne? Ja, mach das. Mach das, bitte. Weil, ja, mach das ruhig. Na, aber ja, ich guck mal, wenn der Olaf näher kommt, höre ich mit mal gucken, was er sagen will. Warte, wegen Olaf jetzt, FIB, oder? Nee, wegen anderen Sachen noch. Ach so, ja. Aber Olaf werde ich damit erwähnen. Oh ja, mach das bitte. Steht nur dabei, wenn man Bereitschaft hat, aber ich berichte dir gleich nochmal, wenn ich komplett durch bin. Dann gucken wir, was Olaf wieder. Olaf ist halt, wie gesagt, sowieso anders, Matt. Der hat ja auch gestern schon wieder, naja. Man merkt das halt so ne? So, ich stehe dann so neben Juliane und Olaf dann direkt so, ja, ich gehe mal weg, ne? Also ich sag dazu nichts mehr. Ich möchte dazu auch nichts sagen, weil ich kann da. Ich hatte jeder schon hat richtig Beef Funktion, mit ja. Olaf. Hast du es gefunden? Ja. Okay. Ja, er ist auch, ne, wegen der Aktion ist er einfach tät, sag ich dir ganz ehrlich. Aber er hat ja schon, ey, wie ich gehört habe von Toni. Hat er gestern schon wieder, irgendwen hat er gestern wieder gefragt nach einem Antrag. Ja, nach welchem Antrag? Ich muss den Toni da ja mal fragen. Er hat wohl gestern wohl wieder irgendwem einen Antrag gemacht. Ach du Alter. Also kann man auch keine Frau finden, wenn man jedem Vogel einen Antrag macht. Mach ich auch. Ich gehe einfach auf den Würfel, wahllos zu irgendwelchen Frauen und mach den Anträge. Und hoffe, dass irgendeine mal ja sagt. Aber das mit Urlaub und Funk sollte man vielleicht auch mal bei Funkdisziplin ranschreien, anstatt bei Urlaub irgendwie. Das ist logischer. Was hast du denn das jetzt gefunden? Ich finde das nicht. Allgemeines Blatt, Wörter, Ausbildung? Seite. Ja, ach, genau. Seite 4. Und dann bei Urlaub Krankmeldung. Aber vor dem rot hinterlegten, also das, naja, nicht Wichtige ist rot hinterlegt und das Wichtige ist halt nicht rot hinterlegt, weil das ergibt halt keinen Sinn.
Jimmy, vor allem. Ach, da! Gut zu vorstellen. Olaf hat mich dann mal vor ein paar Wochen gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Da meine ich so, was ist mit dir? Hau mal ab, du Spinner, so, geh mal weg, ne? So, wir sind Kollegen, so, was ist mit dir? Und dann meinte er so, ja, nie, du kannst auch, das ist ja nur so fürs Papier, damit ich auch die anderen Kolleginnen nicht mehr anmache und so. Du kannst auch alles weiter machen, so was du möchtest. Ich so, also eine Scheinhochzeit. Verpiss dich mal, Olaf, was ist denn so mit dir, so, ne? So, ja, nie, so. Und dann habe ich mich nicht mehr gemeldet und dann habe ich ja irgendwann so Juliane gefragt. Ich habe dich zuerst gefragt übrigens, ne? So. Ja, ja. Ja, ne, du hast mir richtig versaut mit deiner Aktion. Das war immer noch ultra schön, oder? Ne? Hä? Na, es war ja trotzdem schön. So, ne? Aber eigentlich wollte ich dich ja fragen, aber dann hast du mich ja gefragt. Ja, dann hast du mich ja gefragt. Und dann hat Olaf mitgekriegt, dass ich jetzt mit Juliane zusammen bin, und dann war der ja anders mad. Der war ja richtig mad. Ehrlich? Oh Mann. Ja, der war richtig warum, mad. Warum wissen das die wenigsten über mich? Jeder ist schockiert gerade. Jeder. Oh. Hä? Nee, ich war wegen dem anderen Typen da. Okay. Hab ich nichts gesagt? So, ich hab's jetzt nochmal bei Funk. Was wissen die wenigsten über dich? Okay, ja. Ich auch einfach so groß mit den Schuhen. Guck dir das an. Sieht aus wie ein Zwerg daneben. Sag ich dir später. Okay. Ja, dann war Olaf ja richtig mad. Und dann hat er mich ja... Ich glaube, das sind Geschichten, die ich nicht hören sollte. Zieh mal einen Schock auf den Arsch, krieg dich mal ein und sonst irgendwas. Und dann, ist deine Ansicht? Und dann hab ich gedacht, ja, ist meine Ansicht. Und dann ist er mal aufgestanden weggegangen. Und dann, verpisst dich eine Woche und lässt mich alleine, obwohl ich ja keine Ahnung habe, wie ich irgendwas mache und noch nicht mal operieren kann. Ja, aber Leila, das würde ich Respekt dafür. Warte mal, ne? Stopp, der hat dich alleine gelassen, obwohl du von Tuten und Blasen keine Ahnung hast. Richtig. Das ist richtig. Ja, ne, ich war die ganze Woche alleine so, dann hatte ich noch nicht mal eine Ahnung von Dispatches, ja. Denn, ich kann dir mal was vorlesen, gegenüber. Das war einfach nur echt krank, ja. Nee. Ich lese dir mal was vor, was an Juliane ging. Ach, an Leila ging. Ich kann dir auch ganz viele Videos schicken, ich habe alles tatsächlich. Nee, es gibt ein Lob an Juliane, ich muss mal kurz gucken, ob wir das finden. An Leila. Ach, an Leila? Sorry. Das war ein dicker Lob, nämlich an dich. Und es kam nur einer mit Kuchen, das war Toni. Schätze das mal ins mit dem Kuchen. Hier, bla bla, ein riesiger Text. Und zum Schluss möchte ich mich noch bei Ihnen für Ihre geleisteten Dienste und Ihre erbrachten Opfer letzten Tage bedanken. Und sollten Sie am MZ vorbeikommen, bringen Sie Frau de Kuhn ein Stück Kuchen vorbei. Sie musste sich heute Abend einiges von uns anhören und hat trotzdem als einzige Medizinerin im Dienst ohne jegliches Zögern sofort geholfen. Weil sie war die Einzige, die hat ja so viel Mecker gekriegt. Die war ja bei der Schießerei am PD alles mit da drum dran. Die war ja bei allem dabei. Mhm. Und die hat sich nicht schlafen gelegt. Andere wären schon längst weggegangen. Die ist trotzdem bis zum bitteren Ende, ich glaube bis 2-3 Uhr, war die komplett mit uns mit dabei. Okay. Ja, die hatte noch eine Verfolgungsjagd irgendwie mit. Ja, das war ganz lustig. Ja, ja, du hast ja alles mitgemacht. Also die hätte schon dreimal weggehen können. Die hätte dann gesagt, boah, Leute, ich kann nicht mehr und so. Die hat nicht gedacht, die ist knüppeldick mit dabei gewesen. Die hat bei jeder Scheiße, die war bei Feuergefechten, die war bei jedem Kack mit dabei. Also die ist so abgehärtet eigentlich jetzt. Ja, also, moin. Die hat jeden Scheiß mitgemacht. Also, ne, du hast das ja am PD, hast du ja mitgegriffen, was da abging, ne? Mhm. Was da ja los war mit, also das war der Abend war ja schon, der Abend war ja eigentlich schon eine DEFCON. Der Abend war ja eine richtige DEFCON. Also das darf ja keinem erzählen, ne?
Du sag mal, wie lange ist eigentlich der Thunderberg krankgeschrieben? Ich kann eben mal gucken, ausnahmsweise, aber ich sag nichts wie. Wie genau. Nee. Kennst du das? Thunderberg. Ah, es könnte Merlo sein, also. Schauen wir mal vorne am Tor. Würde mich natürlich freuen. Arbeitet die Dame etwa bei Wiesel News? Ja, kurzfristiger Serverneustart 16:45 Uhr. Das heißt in 8 Minuten. Okay. So eine freaky Woche eher. Ganz ehrlich, was ich auch schon mal mache, ist, wenn ich alleine im Dienst bin, gehe ich einfach in den PD-Funk rein und melde mich gar nicht beim Sonoran ich, hab ich oder ja so auch, an. Habe ich denn auch gemacht, weil was sollte ich denn als alleine, gerade so, wo ich, weißt du wie, naja, ich bin alleine mit den solchen Funken. Ja, und ich da ja eh das PD mit da war und ich da eh meistens hin musste, die immer nur zu mir rüber gewechselt haben, bin ich auch gleich darüber gewechselt. Also dann wusste ich wenigstens gleich, was Sache ist, brauchte keiner mehr rübergehen, fertig. Deswegen habe ich mich im Funk angemeldet, habt ihr das erklärt, ich bin alleine da, ich bin bei euch jetzt im Funk, wenn was sein sollte, ich bin hier. Ja, das habe ich gesagt. Ich Anfang der Woche gesagt, ich bin dann die ganze Woche für euch da. Ja. Ey, das war wirklich nicht feierlich. Und irgendeinen Tag muss man echt operieren. Ich hab noch einen Flipper da wie. Mich am Arsch. Ja, dann komm her! Da kann ich dich am Arsch lecken. Ja, warte, komm sofort. Ich bin auch gleich da. Ich muss kurz einmal. Ich muss kurz einmal der. Ich steh dir an. Ich muss kurz hier meinen hausfräulichen Jobs nachgehen. Wo ist denn Chefe? Oh, die sind schon alle oben, okay. Gut, dann gehen wir wieder nach oben. Nee. Wir machen das. Voll die Spannerin. Nein, man dreht dich mal um, die selber mal gucken. Moin, let's go. Anders wild hier. Ja, so für. Ja, so für, ja, für OnlyFans oder Pornhub, ne? Auf jeden Fall, let's go, ey. Oh ja, bei OnlyFans, da sehe ich uns, oder? Obwohl, es gibt ja nicht immer... Ja, sehe ich genauso. Da kriegst du richtig Asche, ey. Irgendwann, Kinder, irgendwann werde ich dann nochmal... Nee. Echt? Du bist so. Hast du die echt bestellt? Du bist nur lost, Mann. Also müssen wir wirklich, demnächst fahren. Echt jetzt? Na, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Mein Rollstuhl fahren ist einfacher als Inliner fahren, sag ich dir ganz ehrlich, das. Keine Ahnung, ich hatte vorher nur Inliner, aber jetzt habe ich Rollschuhe, ja, das wird Rollschuhe. Für mich eine Umgewöhnung sein. Ja, Rollschuhe sind geil, also ich dachte, ich bin nur Rollschuhe, also Inliner auch, aber ich bin vor, ich glaube, vor über 5, 6 Jahren bin ich halt auf Rollschuhe umgestiegen.
War eigentlich schon länger. Warte. Nee, umgestiegen richtig vor 5, 6 Jahren. Und angefangen habe ich dann so vor 10 Jahren oder sowas, als ich. Ja, doch. Aber eigentlich auch nur wegen. Ich wollte immer nur Rollschuh fahren wegen Starlight Express, weil ich das gesehen habe und ich fand das so lieber. Ja. Oh, da will ich auch nochmal reingehen. Echt? Ja, dann kennst du unsere Mission, ne? Nehmt mich mit. Ich habe Starlight das erste Mal gesehen, da war ich 5. Echt, müssen wir machen. Hast du das nicht gesehen, das Team von Starlight? Doch, ne? Ich bin halt so das richtige Optik und einfach so, ich bin einfach so ein scheiß Robot-Kanacke. Der, was, Layla? Was ist der so? Ich kenne den Sachsen-Anhalt gar nichts. Okay, bei Magdeburg halt. Ja gut, Namen kenne ich aber mehr auch nicht. Magdeburg. Magdeburg? Nix. Leipzig? Ja, Leipzig gut, ist auch fast um die Ecke, obwohl es da wohnt es in der Nähe von Olaf. Ja, moin. Moin. Olaf kommt, glaube ich, aus Leipzig, hätte ich mich nicht täuschen. Ja, ja, der kommt aus Leipzig. Den box ich so weg. Oh, ja, Blitz. Ich glaube, Falk auch. Ich meine, ja, Falk auch. Ich glaube, von Juliane wohne ich nur eine Stunde entfernt. Wenn überhaupt. Eine Stunde, glaube ich. Ja. Von der Elena Garcia wohnt 5 Minuten von mir entfernt weg. Die wohnt so zwei, richtig frech, die wohnt einfach 2 Straßen weiter von mir weg. Bela Chef, Bionci kannst du einmal kurz mit mir rüberkommen? Hä? Ja. Bela Bionci wohnt eine Stunde von mir weg. Ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wieso? Ich glaube sonst. Woher weiß er, wo die ganzen Leute wohnen? Wir sind doch hier in Amerika. Das fühle ich gerade ein bisschen. Ja, in Europa. Hast du keinen zweiten Wohnsitz in Europa? Nö. Ich bin Amerikaner durch und durch. Ach so. Deswegen, ich bin gerade verwirrt, woher die sich denn alle kennen. Jo, alle so die haben in Europa scheinbar noch einen Wohnsitz. Okay. Weil ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, kann ich auch nichts mehr. Aber ich würde mal sagen, gute Nacht. Bis gleich. Habe ich auch gerade gedacht. Bis gleich. So, einmal kurz. Server, Neustart. 16:45 Uhr. Channel switched. Ihr könnt das sehen, Server in der Stadt 16:45 Uhr. Keine Ahnung warum, aber okay. Übrigens hier Chaos Club, wo ich aktuell fahre, als CCT-Fahrer. Okay. Gut. Dann passt es doch. Ja, ich weiß nicht, warum jetzt ein Serverneustart ist. Aber so ist es nun mal. Jetzt warten wir einmal bis 47:48. Ich hoffe mal, dann ist um 18 kein Serverneustart. In einer guten Stunde und 15 Minuten. Sch-
Schauen wir mal. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Okay, dann ist er noch nicht online. Oder ich habe wieder Probleme zu joinen. Jedes Mal beim Neustart. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, was, warum die einen Server-Neustart machen. Wie gesagt, angekündigt war nix. Im Discord. Jo. Ich hoffe mal, das funktioniert gleich. Weil diese Verbindung wird irgendwie nicht aufgebaut. Launch. Ich hoffe einfach mal, der Server funktioniert gleich wieder. So, jetzt. Wunderbar. Jetzt laden wir einmal kurz neu. Und dann geht's weiter mit FMRP, mit unserem schönen Server. Jetzt seht ihr unten rechts, der lädt einmal durch. Channel switched. Hi. Ich glaube, ich kann noch ein Stück zurück. Thank you.
Hallo. Hi. Hallöchen! Wow. Das ist Hi. Ja echt nur eine Stunde. Hä? Sag ich genau, doch. Eine Stunde. Echt. Wird's ja, echt sag eine ich. Stunde, also vom Ort her. Ja, sag ich doch. Ich wohne nicht weit weg von dir. Also wenn man so die alte Heimat betrachtet. Null, gar nicht. Sag ich doch. Ich habe meine Brille wieder nicht da. Ich hasse mich. Ich muss das wieder gleich mal ändern im Kleiderladen. Ich brauche eine neue Brille im Kleiderladen. Ich hasse. Ich weiß wieder, was ich nochmal gucken wollte, wie lange ich für Verräter brauche. Hast du schon nachgeguckt? Ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde, Schätzchen. Du weißt mein Gedächtnis. Hast du mir sogar noch geschickt? Eine Stunde. Ja, sag ich doch. Weil ich dann gedacht habe, ich bräuchte auch ungefähr so eine Stunde plus minus, weil ich mit den Öffis fahre, weil kein Auto. Und meinst du doch so. Ich kann dich auch abholen, ich fahre bei dir eh vorbei. Und dann meintest du so, hast du nicht gedacht, du wohnst in Landberg? Ich so, ja. Aha, Lügner, du. Ey, ich fahr über dir, über deinem Ort, ist die A2, da fahr ich vorbei. Ja, du kannst gerne über mir fahren. Oh, wie, was war? Ich darf nur oben sein? Geil. Das hatten wir letztes Mal schon gehabt, oder nicht? Ja. Ja, letztes Mal schon, ne? Ja. Ja, letztes Mal war ich ja oben, Obwohl, ne, am Strand haben wir Stellungswechsel gemacht. Da war es mal umgekehrt, ja doch. Das stimmt. Huch. Ich hab gestern eine Anfrage gekriegt, aber ich hab ja gar. Leila? Hm? Ja. Möchtest du im Unicorn tanzen? Nein. Also wenn du tanzt, dann tanze ich mit, das weißt du. Ja, ich wurde gestern gefragt, deswegen. Aber ich habe gedacht, ich will ja den Ruf weg haben. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, nein, aber wenn du mitmachst, frage ich mal nach. Das Wert von 21 bis 23, weißt du? Ja. Wann denn? Ja, morgen. Morgen ist Donnerstag, ne? Richtig. Ich kann mal fragen, wenn du was aber sonst. Nur wenn du damit auch einverstanden bist. Ja, dann tanzt der gemeinsam was mit dir. Das weiß ich, ne? Ja, wenn wirklich der mir. Wenn wirklich jemand einen Private Dance oder sowas bucht, so, du kannst ja sagen, du musst ja nicht, du kannst ja nein sagen. Man gibt halt Geld, ne? Gibt halt Geld. Du musst es nicht. Alter, ich guck mir gerade hier auf Instagram, kann man sich ja auch Videos angucken, ne? Ja. Ich gehe so ein nach unten, ich sehe auf einmal zwei Schildkröten, die ficken, ey. Ich sag mir so, ja moin. Was zum Teufel? Was hast du denn auf deiner For You-Page, bitte, ey? Ach ja. Oh, das fühle ich gerade. Hier mit dem Sonnenlicht. Muss man sagen, gefällt mir. Einzuparken, ne? Jetzt steht das wieder oben am Lager. Ich bin so ein richtiger Profi. Ich schätze nicht, warte. Ich hab den SNS geschrieben. Okay.
Also, weißt du so? So, Verlauf. Jo, Stan, komm mal kurz, bitte. Jo, sorry. Ja, jetzt darfst du nicht droppen. Komm, wir machen, kannst du mir kurz dein Motorrad geben? Ja, wie soll ich euch das hier zeigen, ne? Ja, du kannst mir das ja anders zeigen, you know? Komm, wir machen Verlauf gegen Verlauf. Warte, ich weiß wo. Ich lasse euch mal ein bisschen gucken. Wir machen Verlauf gegen Verlauf. Also ich habe auch solche Katzenvideos mal gesehen auf Instagram, also. So, einmal. Also mein Verlauf möchte ich auch nicht zeigen. Jo, ich hoffe mal, in einer Stunde ist nicht schon wieder Sonnenwende. Was sind die? Du willst doch sagen, dass du doch nicht. Ja, du kannst doch nicht nur die letzte Stunde, eineinhalb Stunden sehen. Die letzte halbe Stunde. Ja gut, dann packe ich mein. Oh, warte, muss ich gucken, hab ich noch einen Browser Verlauf in der letzten halben Stunde, warte. So, jetzt kommt dann gleich ein Motorrad hoch. Ja gut, bei mir sind die letzten drei Stunden noch recht gut. Also erst dann. Okay, doch. Hast doch so, Glück. Robin, kann ich euch hier alleine lassen? Nee, ich denke nicht. Kurz? Ja, ich muss nämlich mal kurz mein Auto holen. Alles gut. Alles klar. Dann halbe Stunde? Bis gleich. Naja, ja. 5 bis 10 Minuten bin ich wieder da. Ja gut, ich hab Schwein. Die Helmfarbe ist schön. Die passt, oder? Ja, ja. Läuft. Ja. Finde ich gut. Voll, die passt gut. Jetzt teil. Du bist eine Blöfferin, ich glaube, der hat kein Stück echt nicht. Das war meine Schwester. Na, ich hab noch Glück. Da hat sich viel zu sehen zum Glück. Oder? Nein, okay. Doch! Dass ich dich beim Team gestalkt hab, siehst du? Das hätte ich wegmachen müssen. Oh, alles gut. Ich würde ja fast behaupten, das, was die machen, ist alles für LDP. Weil. Fahren wir halt mal ein bisschen spazieren.
denk mal, ist keiner da, aber mal schauen. Dann halt nicht. Jo, jo, was geht? Aktuell nicht viel. Ruhig. Na, nichts los. Nee, heute ist ruhig. Oh Mensch, das ist ja blöd. Hier ist ja auch nichts los. Ja, ja. Ich bin auch erst vor Tagen eingereist, also ich kenne ihn sowieso noch so gut wie keinen. Okay, ja. Ist ruhig. Ich denke mal ab 8:30, 9 Uhr ist mehr los. Oh, okay. Vielleicht eine Ahnung, was man so machen kann, wenn man jetzt ein bisschen Geld verdienen möchte, gerade wenn man noch keinen richtigen Job hat? Arbeitsbüro, Arbeitsamt. Achso, ist das gleich hier um die Ecke? Ich guck mal eben, ach, du hast wahrscheinlich kein Auto, oder? Nee, ich hab noch gar nichts. Ich bin ja erst vor ein paar Tagen ohne alles hergekommen. Okay, 382. Da ist ein Arbeitsamt, da gibt's erstmal Minijobs. Ah, so, okay. Und ja. Ah, cool. Ja, geil. Und dann hocharbeiten. Gut ist es. Ich guck's mir mal an. Vielen lieben Dank, ja. Kein Problem. Ciao. Ja, man sieht sich. Ja, wir fahren jetzt gerade mal mit unserem Auto ein bisschen spazieren. Schauen, ob jemand im Dienst ist, außer Juliane. La, la, la. Ah, sieht fast danach aus, als ob keiner im Dienst ist, außer Juliane. Die steht ja gerade aktuell bei uns beim Bennys. Gut. Ich glaube, ich fahre mal hoch. Dann wollen wir mal los. Sind ja nur 10 Kilometer.
Und Abfahrt. Mal gucken, wie schnell wir fahren können. Acht, 111, hier ist nur 120, dann räumen wir hier auch mal langsam durch. Und schon können wir wieder beschleunigen. Ja, da oben ist auch noch eine Werkstatt. Und einfach mal schauen, ob da jemand ist. Sieben Kilometer noch. Denk mal, die 140 kriegen wir hier runter auch noch. Wunderbar. Wettrennen mit dem Motorrad da vorne brauche ich nicht machen. Jo, eine kleine schöne Ausfahrt. Gute 4 Kilometer noch. Noch 3 Kilometer gleich. Ja, die Motorradfahrer fahren hier mal los, das weiß ich schon. Der noch 2,5 Kilometer. Ah, doch recht zügig eigentlich nach hier oben. Noch 500 Meter. Hier ist innerorts, hier ist ja nur 80.
Oder ist das diese Werkstatt? Weil hier oben ist nämlich auch noch eine Werkstatt. Wo sollte hier die Werkstatt sein? Wahrscheinlich hier. Okay. Aber hier scheint keiner da zu sein. Dann fahren wir mal wieder zurück. Aber nicht linksrum, wie das Navi anzeigt. Sondern rechtsrum. Warum werde ich denn angehupt? Jetzt fahren wir die 10 Kilometer wieder zurück. Im Funk bin ich auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ich besuche den Kollegen da oben mal. Aber wenn er nicht da ist. Ja, wahrscheinlich nimmt er immer die andere Route. Ach, schön zweispurig. Da ich denke, die andere Strecke ist zwar kürzer, aber ich finde diese Strecke halt schöner. Diese 8 Kilometer noch. Das geht jetzt recht schnell. Geht's da vorne gleich noch durch den Tunnel. Dann sind wir fast schon wieder in Los Santos. Schöner kleiner Flitzer. Gute 6 Kilometer noch. Das könnt ihr unten links ja auch sehen. Ah, hier den kleinen Hügel, den kämpft er sich hoch. Muss mal vorstellen mit Gewicht hinten dran. Hier war mal ein Abschlepphof hier rechts. Dann gibt es glaube ich nicht mehr hier.
So, jetzt 4 Kilometer noch. So. Er sagt mir zwar jetzt nichts hoch, aber auf dem Freeway kann ich durchziehen. Hat 1,7 Kilometer noch. Er hätte mir auch mal die schnellste Route geben können. Bei Video News. Jetzt verfahre ich mich auch noch. Ach schön. Dann haben wir es gleich wieder. Mal schauen, wo meine Kollegen sind. Schauen wir mal eben, ob Schäfer oben ist.
Freund. Genau. Jo. Alter. Höher geht nicht, oder? Ja. Hey, was ist das denn für ein Biest, Mann? Junge. Aber du willst loswerden, die Dreckskarre. Wie viel willst du haben dafür? Ja, darf man doch nicht verkaufen. Achso, da Import. Oh. Super, ich hätte ihn genommen sofort. Aber ich könnte dir aber den normalen geben davon, den normalen Inselwagen. Das ist der Buffalo STX. Ich weiß. Ah. Hast du Bock? Nee, aktuell nicht. Los, kauf das Ding. Der Mann ist vertrauenswürdig. Ich weiß. Da muss er jetzt aber gut einkaufen. Wenn du mir das Tuning überlässt und er gut zahlt, dann kaufe ich ihn. Was? Welches Tuning? Ja. Was für ein Tuning? Ich weiß ja nicht, ob er dir... Digga, die Karre steht hier nur so, da wird nichts da getunt. Achso, schade. Da kann man die Scheiben hochgezogen bekommen und mal geputzt werden. Putzen, das mache ich sogar kostenlos, das kriege ich hin. Das ist Service. Ja, haben wir vorne am Tor. Okay, warte. Außen. Das ist Service. Ah, der springt aber ganz schön hoch, oder? Jupp. Ist das gewollt oder ist das nicht gewollt? Woher springt denn? Ja, der hat gerade so ein Kickstarter gemacht. Ja, das ist die Karre. Die Karre. Die Karre. Ja, so. Was? Mann, ich könnte mein Motorrad voll machen, aber dann wäre ich mein Geld sofort wieder los. Mach mal, Junge, komm, 10er-Wette. Was? Junge, mach mal, 10er-Wette. 10er-Wette. Ich würde lieber würfeln, aber ich habe meine Würfel vergessen. Also ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt bei der, hier, keine Ahnung, was das für ein Brot ist. Junge, bei dir lohnt sich eher ein Auto als ein Motorrad, so wie oft du oben springst. Ich meine, du folgst sogar beim Motorradfahren, also wäre ein Auto besser. Komm mal mit. Nee. Ich will mal kurz was zeigen. Komm mal mit. Nee, du brauchst mir nichts zeigen. Falk. Nein. Zeig hier. Ich kenn das Motorrad doch. Nicht das Motorrad. Was willst du denn jetzt? Geh mal mit, er zeigt dir was Schönes. Ach, er hat einen Führerschein. Pass auf, was steht da? Du hast kein Auto. Ja, nur... Ich habe erstmal zum Psychologen, wenn ich habe die nächsten paar Tage. Aber normalerweise, keine Zeit. Wenn du einen Führerschein verlierst, verlierst du alle, ne? Ich habe einen Autoführerschein verloren. Junge, da ist ein böser Fehler eingetappt bei den Beamten. Normalerweise alles. Ja. Mein Problem. Ganz ehrlich. Ich würde den ja gerne mal Probe fahren, aber ich habe Angst davon, dass er zu hoch springt. Ach. Ich mach doch einfach, Alter. Mich interessiert das nicht. Ist das ein Biest, ey? Ist das ein Biest? Ah, bist du mit auf Probefahrt? Pissen. Nee, ich bleib hier. Doch, fahrt eine Runde, ich bin gleich wieder da. Okay, ich tanke auch gleich sofort auf. Erstmal rantasten. Ah ja. Ja, der kann was. Jetzt muss ich erstmal auf dem Highway. Fahren wir einmal Richtung Highway. Oh, ich will das Ding haben, aber er darf es nicht verkaufen. Das Problem ist, Importe dürfen nicht verkauft werden.
und Abfahrt. Ach, schönes Auto. Ah, ist schon. Ah, ich will das haben, aber er darf es mir nicht verkaufen. Das sind Importer. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr bei Patreon was spendet, kriegt ihr dafür ein Importauto. Fahren wir erstmal hier raus. Ah, ist das geil. Ja, ich weiß, in 30 Minuten ist Serverneustart, aber... Mal wieder zurück zu Bennys. Jetzt wieder auf den Highway zurück. So, und wieder Vollpin. Das war aber knapp. Bei 43, 250. So, hier kommt gleich wieder 120. Fahre ich gleich wieder zurück. Fahre ich noch einmal schnell zum Würfelplatz.
So, dann fahren wir einmal wieder zurück. Hier ein Firmenkonto quasi. Ja. So, dann gehen halt die nächsten Tunings, die du machst, dann kriegst du halt nicht ausgezahlt. Das ist dann halt so. Okay, dann wie viel bist du denn da jetzt im Minus? 27.000. Für, ja, wenn ich Turbo nehmen würde. Ja. Ja, das ist das Turbo. Du hast jetzt auf deinem Firmenkonto quasi 22.655 Minus. Genau. So, genau. Und dann machst du halt die nächsten Tunings, die du machst, die kommen ja, da kommt ja dein Geld wieder rein. Du kriegst halt nichts ausgezahlt. Okay. Ne? Dann mach ich das. Ja. So, dann teste mal, ob das Ding was bringt. Ich hoffe, wenn nicht, ist scheiße. Kriegt er, holt er das Ding ran oder was? Deswegen hat er dir das geschickt. Was jetzt? Willst du da echt durch die Gegend fahren hier oder was? Ja, Mann, ja, Mann. Ja, nice. Das ist doch gerade das Geile da dran, Junge. Weißt du was? Eigentlich, warte mal ganz kurz, ey. Wir haben uns gerade bei Fox Industries, wir wollen den einen Italiener haben, weißt du? Der hier in der Stadt ist an der 150. Warst du da mal essen? Also, der hat ja quasi nur ein oder zweimal aufgehabt jetzt. Und wir würden das Ding gerne haben, wir würden das Ding gerne übernehmen. Und die Karren als Lieferfahrzeuge, Bruder! Ist doch perfekt, ey! Kaufe ich 3 Stück. Nice! Oder ein Fiat 500. Oder das. Darf ich den Tipp geben, das Ding ist zu langsam. Hast du ein Tempomat rausgemacht? Ja klar, 260 Spitze. Das ist Schimmel 80. Nee, 260 Spitze, mehr geht nicht bei dem Ding. Ja, reicht doch. Ich brauch doch nicht mehr. Reicht doch. Wenn der Speed haben will, setzt er sich in eins von den Dienstfahrzeugen, Alter, und kachelt mit 380 durch die Gegend. Dienstfahrzeug? Polizist? Oder das? Ja. Okay, gut. Ja, Sheriff. Okay, gut. Ah, hier oben. Ex-Marshal, also... Genau, genau. Du weißt, wie ich das meine. Na, genau. Ach so. Und den willst du loswerden, oder was? Den darf er ja nicht verkaufen, das ist ja das Ding. Ja, man darf sie nur noch verschenken. Ah, ich nehme sie sofort. Ah, war mir klar. Mhm. Alles klar. Ich meine, du weißt ja, ich habe heute Geburtstag, also, ne? Frage, ist Tauschen denn erlaubt? Ich komme tauchen, glaube ich. Was kaufst du denn da schon wieder? Chili con Carne von gestern noch, oder? Naja, dann. Aber Brötchen. Ah, okay. Ja, Gönnung. Fischbrötchen? Ja, nee. Ah, schade. Nee, sorry, der Fisch meiner Eulen reicht mir schon. Der ist gut abgehangen. Achso, das ist ja der Fisch deiner Frau. Ja, sorry. Naja. Die Arme, Alter. Das geht nur Druck, ey. Wahnsinn. Oh Mann, Alter. Soll ich gleich dein Auto unten einpacken oder packst du es woanders ein? Ich mach am Würfel. Okay, gut. Ich wollte ja nur fragen. Nicht, dass es auf einmal weg ist. Du kannst die Karre ja eh nicht einpacken. Richtig. Warum? Funktioniert einpacken nicht? Nein, aber es ist nicht dein Auto. Stimmt ja. Dann wird das nix. Gib mir mal deine Schlüssel, dann ist es mein Auto. Nein, alles gut. Passt schon. Oh. Gewagtes Spiel da, ja. Ja, alles gut. Mutig. Ach, alles gut. Ich bin am überlegen, ob ich mir den BMW Alpina B7 hole und den Dodge dann loswerde. Dodge Ram? Also den hier. Ist das ein Dodge? Das ist ein Dodge.
Seifert mit Eilfahrt. Was? Mashallah, was geht, Bruder? Muss ich den Turbo nur irgendwie anwenden, oder? Ich verstehe. Wieso? Halt immer noch so schnell. Was für ein Turbo hast du da jetzt drin? Normal. Den Custom oder was? Normal, nee, normal Turbo. Ich mach mal los, Jungs. Na, wir sehen uns. Ciao. Jo, ciao. Jo, bis ich hab das Ding nochmal repariert. Geht auf meine Kosten. Ehrenmann. Ehrenmann. Was hier läuft, die Scheiße mal an. Da muss man noch einen Knopf drücken beim Motorrad, damit der Turbo aktiviert. Habt ihr ein Problem, wenn ich jetzt in Feierabend gehe? Nee, also. Na, ich denke mal, heute bleibt's ruhig, oder? Das werden wir sehen. Ich bin noch eine Weile hier, alles gut. Ja, ich wollte eigentlich auch bis 10, aber ich. Nee. Irgendwie ist heute irgendwie. Keine Ahnung, ganz komisch. Ja, alles gut. Die Luft oder so hier. Oder ich habe zu viel am Auspuff genuckelt. Den für 50.000 hast du drin, oder was? Was? Turbo! Nee. So. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier in die Ecke. Und sage, ciao mit V, Robin. Tschüss.